Kannst du dich auf meine Schultern stellen, Kicke? Nein! Mach! Aber nicht deinen kleinen Bruder runterfallen lassen, ne? Ich hab dich. Der Arme! Stell dich vernünftig hin. Okay, unsere Bestien sind alle unterschiedlich groß. Wie im echten Leben, ne? Okay, nein, nein, hab ich es gesagt! Hallo liebe WG-Fans, heute ist der 7. Tag. 3 Mädels aus der Valencia-WG und 3 Jungs aus der WG in Amsterdam wohnen einen Monat gemeinsam in einer virtuellen WG. Sie sind zwar zusammen, aber mit Abstand. Chantal möchte heute Morgen mal Jeppes Yoga-Begabungen testen. Und ich kann euch sagen, Talent sieht anders aus. Viel Spaß! 90 Kilometer die Stunde, 20 Kilometer die Stunde. Was macht ihr? Hallo! Ich sitze auf dem Hometrainer. Ich mache Yoga. Ja, ich trainiere Arme und halt Brust und so, halt mit Gewicht eben. Aber ich muss sagen, ich gehe viel lieber ins Gym. Da gibt es erstens viel mehr Auswahl an Übungen, zweitens motiviert mich das viel mehr und drittens kann man auch Ausschau halten nach den ein oder anderen Mädels. Ihr müsst mir aber mal so eine Übung zeigen. Ich trainiere meistens nur Bauch. Ja, ich mache auch meistens Abs. Ich muss ehrlich sagen, ich trainiere nicht so oft Arsch. Das ist nicht Arsch, Abs, Bauch. Ach so, Abs. Halt ich habe Ass verstanden. Okay, Chantal, fang mal an. Erstmal das hier, das heißt irgendwie Hund oder so. Oh, so oder was? Ja, weiter höher mit dem Po. So? Ja, oha, Angelina. Ey, das ist aber... Ich dachte, Yoga soll entspannen. Ist doch auch entspannend. Nein, das tut weh in der Kniekehle. Und jetzt, aber jetzt heben wir ein Bein nach oben. Oh nein! Was? Weiter, Jeppe, weiter, weiter. Nee. Oh. Ich bin so ungelenkig. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Okay, Angelina, zeig du jetzt mal was. Einfach einen Punkt in der Ferne suchen und dann einfach fein hoch und runter. Und das geht hier, das innere Teil. Bein gerade, Jeppe. Ja, genau. Wenn ich das gerade mache, dann mache ich nur so. Ich spüre das in meinem Po. Bei mir knackt die Hüfte. Gar nicht mein Ding. Ich bin viel zu ungelenkig dafür. Jeppe, du musst jetzt mal dringend Magnesium trinken. Ich bleibe lieber bei den Gewichten. Nimm irgendwas mit einer geraden Stange, wo ein bisschen Gewicht drauf ist. Okay. 1, 2, 1. Quetsch voll die Brüste ein, Mann. Angeber. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab 35. Ich bin tot. Wir machen jetzt auch am Ende eine entspannte Yoga-Phase. Also, willkommen, meine Genossen. Wir begeben uns zu unserem Platz, wo wir jetzt entspannen, Sport machen und cool werden. Begeben wir uns in die Liegestütze. Was? Wir beugen unseren Körper nach vorne und genießen die frische Luft. Oh ja, die frische Luft, die ist toll. Dann begeben wir uns auf ein Bein, machen die Arme zusammen und sagen Namaste. Namaste. Danke für dieses schöne Yoga. Ey, kann ich mal auf ein Bein stehen? Aha, oh, Krampf. Ich fühle mich so dumm. Wie kann sowas entspannen? Namaste. Okay. Boah, ich muss echt wieder mehr trainieren. Ich fühle mich wie so ein untrainiertes Schwabbelquallending. Schönes Wetter haben. Ja, sehr schönes Wetter. Auf Wiedersehen. Schöne Ostern. Ja. Was hörst du da? Dank. Na du? UFO 361. Er macht so geile Musik, ne? Das ist so krass. Und seine Texte sind auch gut und sowas. Seine Beats sind auch anderes Level. Ist echt, echt cooler Künstler. Alex, so ein richtiger Fan, so Feuer und Flamme mit UFO 361. Ja, echt. Treuer Fan. Also ich höre auch voll gerne irgendwie 90er oder 80er Musik. Ist auch richtig geil, Modern Talking zum Beispiel. Ja, ja. Klassik finde ich auch geil. Also ich bin sehr, sehr bunt gemischt quasi. Ich höre ja auch Deutschrap und auch UFO.
Aber manchmal ist mir das auch echt too much mit diesen Texten, wenn das zu sexistisch wird, wenn es gerade zu aggressiv wird. Also ich stimme dir da voll zu, so manchmal ist das echt heftig. Da wird halt alles verherrlicht, auch in den Musikvideos, also ja. Drogen, Waffen, Gewalt. Problem ist halt so bei 12-, 13-jährigen Jugendlichen, wenn denen dann irgendwie so ihr Idol Gangster-Rapper oder so sagt, so hey, ich habe die Frau oder ich habe die Prostituierte, dann denken sie sich halt direkt so, oh mein Gott, wie cool, und denken sich Frauen zu erniedrigen, das ist halt normal und das macht doch auch mein Idol, da mache ich das halt auch so, und der reflektiert noch gar nicht so gut. Aber das sind ja nicht nur die Texte, das ist ja viel mehr, das ist halt der Flow, der Beat, wie das alles abgemischt ist und sowas, dann kommt halt noch der Text dazu. Mhm. Und wenn da halt gut geflowt wird, da feiere ich das Lied halt. Ich finde, die Kunst ist halt sehr frei, und alleine in Märchen gibt es ja schon heftige Sachen. Zum Beispiel will die Hexe von Hänsel und Gretel ja auch aufessen und braten, hat sie aber Gott sei Dank nicht geschafft. Und ja, so ist das halt mit Deutschrap in meinen Augen. Also, ja, abstrakte Kunst. Sag mal, Marc, was ist eigentlich dein Lieblingssong? Von Alex weiß ich ja schon. Okay, den kennt ihr 100%. Also ich mach den jetzt an. Bin ich mal gespannt. Warte. Hört man das? Ja! Das ist so mein All-Time-Favorite-Song. Gute Laune. Friends, wie sieht's aus? Ich hab mega Hunger. Sollen wir frühstücken gehen? Ja, würde ich auch sagen. Oh ja, auf jeden Fall. Esst die auch immer Eier mit Ketchup und Käse? Ketchup? Nee. Das ist so geil. Ich liebe rote Beete-Creme. Bah, rote Beete ist so eklig. Hi, ne? Hi! Hey, Alex! Chang! Welcher Tag ist heute überhaupt? Morgen ist ja Ostern. Stimmt. Habt ihr schon was geplant? Ich habe mir überlegt, dass ich irgendetwas backen möchte, weil wir backen immer was an Ostern. Voll coole Idee. Backen nicht schon wieder, das ist nicht so mein Ding, das wisst ihr. Ich bin auf jeden Fall beim Backen dabei. Angelina, ich back dann mit dir, okay? Super, dann freue ich mich. Ich bin schon fleißig dabei, meine Sachen rauszusuchen. Ich habe gedacht, ich mache Hefeteighase. Ich habe nicht so viel Ahnung vom Backen, sonst sollten wir das einfach alle machen. Ja. Okay, wir wollten gerne unserer Mama eine Freude damit machen, weil wir alle denken, dass die Mamas echt viel leisten und immer viel zu tun haben und für einen so viel machen und einem allem unterstützen. Ihr braucht 500 Gramm Mehl, also entweder Weizenmehl oder Dinkelmehl. Hab ich. Dann brauchen wir 70 Gramm Zucker. Was heißt Zucker auf Russisch? Sachen. Sagt Mehl mit Salz und Zucker in einer Rührschüssel geben und mischen. Ich glaube, die ist groß genug, ne? Ich habe eine Schüssel auf dem Kopf. Ich bin eine Hefe. Marc, bist du ready? Na, wir müssen immer Sorry, ich musste mich noch schminken und so weiter. Ach so. Okay, let's go. 500 Gramm Mehl und die geben wir in eine Schüssel. 500 Gramm. Eine Prise Salz rein. 70 Gramm Zucker. Das muss jetzt alles gemixt werden. Und das ist Stuka. Okay, ich mach das mal mit dem Riesenlöffel, den ich hier habe. Was ist das? Nein, das hast du nicht gut gemacht. Oh Gott, in afrikanischen Haushalten ist es genauso. Popo versohlt. Wir brauchen eine halbe, entweder halt ein Päckchen Trockenhefe oder eine halbe frische. Kann man das essen? Nee, das kann man nicht essen. Mach ich trotzdem. Also ich esse alles, was man mir hinstellt. Ich kann nur sagen, er schmeckt disgusting. Ich habe die Milch nicht, ich habe nicht geguckt, wie viel ich da reingemacht habe. Ich habe es nach gut Glück gemacht. Okay, ich bin fertig. Bei mir ist komplett aufgelöst. Nice. Und ein Ei nicht vergessen. Und dann sind wir schon fast fertig mit dem Teig. Der muss dann nämlich gehen. Okay, eine Minute kneten. Ja. Oh, das ist so ein geiles Gefühl. Ei, ei, ei. Voll satisfying. Ja. Oh, ich liebe das. Nein, mein Kopfhörer ist ins Mehl gefallen. Nein, mein Kopfhörer. Oh no. Nein. Chantal. Oh nein, Leute.
Leute, was für ein Müll. Das klebt bei mir unnormal hart. Ja, aber hast du so viel Milch reingemacht, oder was? Ja, Milch war ja das, was ich abgeschätzt habe. Ja, selbst schuld, Marc. Ich mach noch ein bisschen mehr Mehl rein. Oh, Leute, guck mal da oben. Ich glaube, da liegen Ostergeschenke von meiner Mutter. Oh, oh, nicht angucken. Es gibt den Osterhasen nicht. Was stimmt, den soll es ja geben. Wie, es gibt den Osterhasen? Jetzt wurde Marks Kindheit zerstört. Oh, no. Okay, der ist jetzt fertig. Er muss jetzt ein bisschen Mittagsschlaf machen. Du! Und das Ganze muss jetzt eine Stunde lang gehen. Stell mal einen Timer und dann lass uns in einer Stunde wieder treffen. Ja, okay. Hey, was geht? Jeppe, mein Lieber, na? Hey, Jeppe! Die anderen haben ja noch fleißig in ihrer Küche gebacken und Chang, Jeppe und ich, wir sind dann schön in den Wald spazieren gegangen, damit wir so schöne, ja, so Ostersträuche für unsere Eltern pflücken können. Okay, Leute, also wie macht man so einen Osterstrauß oder so? Weil bei uns gibt's, glaube ich, gar keine richtigen Blumen. Ich weiß es halt auch nicht. Ich hab auch keinen Plan. Strauß ist für mich halt entweder das Tier oder Blumen. Vielleicht finden wir irgendwie Vogeleier oder sowas. Vogeleier? Was redest du? Willst du der Vogelmutter die Vogeleier klauen? Guck mal hier. Seht ihr dieses Weiße? Ja. Ja. Ich hol einfach mal ein paar runter, Kicke. Das Ding ist, ich komme da nicht ran, deswegen muss ich meinen kleinen Bruder jetzt auf die Schultern nehmen. Süß, lass ihn aber nicht fallen. Mal sehen, ob das gut geht. Kannst du dich auf meine Schultern stellen, Kicke? Nein! Mach. Aber nicht deinen kleinen Bruder runterfallen lassen, ne? Ich hab dich. Der Arme! Stell dich vernünftig hin. Also der Keke, der hat sich so gewehrt, aber ganz ehrlich, so für den perfekten, von Herzen kommenden Blumenstrauß, da muss man halt auch ein bisschen Einsatz zeigen. Jo, wo Blümchen dran sind, Keke. Der hat einem in dem Moment echt leid getan. Keke, komm runter. Ja, komm runter. Chill doch mal. Okay, also das hat jetzt nicht so funktioniert. Ich muss jetzt auch mal mit einer Grundlage anfangen. Ich nehme jetzt hier einfach so einen Stock. Einfach so einen kleinen Ast. Ein Stock. Bei mir kommt, wenn ich Osterzweig im Internet suche, kommen da Stöcke. Guck mal, ist sowas gut? Das lag einfach so auf dem Boden. Ja, kannst du ja als Grundbasis nehmen. Boah. Oh, Digga. Bei Gott, wir finden gleich eine Leiche oder so. Boah. Guck mal, ich hab hier so einen Jackpot. Ich hab hier so einen Ast, ich hab hier so Äste. Äste mit richtig viel Moos dran. Guck mal, was ich hier für einen freshen Blütenbaum gefunden habe. Oha! Guck mal, Jeppe, Alex, die Dinger. Alex, guck mal hier, was ich gefunden habe. Das erinnert mich so an die Gracht von unserem Haus, ne? Wo Marc reingeflogen ist. Ach so, nein, das war nicht die Gracht, das war dieser ekelhafte Sumpf. Junge, was machst du? Ey, nein! Wie ekelhaft das aussieht! Das riecht ja. Das riecht so nach Arsch. Es hat gestunken. Der brauchte 10 Meter Abstand von mir. Also ich finde die WGler ja echt mega. Wie seht ihr das? Schreibt es unbedingt mal unten in die Kommentare und abonniert auf den Kanal. Gebt uns auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Die ganze Folge könnt ihr euch übrigens auf zdftv.de oder in der TV-App anschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dann!